So. Und wie zum Geier bin ich letztes Mal da hochgekommen? Bin ich hochgelaufen? Das wäre komisch. Hey, ich glaube doch, so habe ich das gemacht. So, weg mit euch. Weg, 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 weg. Ja, ihr seid alle ganz garstig und... Wow. Du. Heilung. Rest töten. Zehn, sehr gut. Also du restliche Buffs. Weil ich will in dem Vulkan den einen Gegenstand aufheben. Bevor wir gestorben sind, haben wir es nämlich gesehen, dass da was lag. Springen. Springen. Hier kommen wir nicht hoch. Hatten wir damals nur das Glück und sind genau an der richtigen Stelle hochgekrabbelt. Das wäre komisch. Hier vielleicht? Wir fallen gleich runter. Komm, komm, komm. Muss dich schneller erholen. Nein, hier. Oh, die Stelle da sieht gut aus. Springen. Gleich sind wir oben. Gleich sind wir oben. Ich kann schon einen Baum da oben sehen. Ich kann zwei Bäume da oben sehen. Ich komme nicht weiter hoch. Aha. Um nicht zu sagen, waha. Und wehe, das ist jetzt irgendwie nur so ein billiges Drachenauge oder so. So. Also, hier oben haben wir getötet. Hier oben lagen noch ein paar Sachen rum. Aber es geht primär wirklich um das Ding da unten. Das heißt, wir nehmen jetzt Federfall. Und wir fallen da runter und versuchen, unseren Sturz aufzufangen, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. So, jetzt gehen wir schräg, schräg, schräg. Schräg runter und hier unten liegt gar nichts. Doch da. Was zur Hölle bist du? Ein Mondstein. Ja, nee. Du zaubern. Leuchtfeuer zurückrufen, Celeste. Das war nur einer von diesen doofen Reagenzien, das runtergepurzelt ist. Okay, was soll's. Wo wir schon mal hier oben sind, setzen wir erstmal ein neues Leuchtfeuer, weil das alte läuft bald aus. Setzen, da. Wir sollten später wiederkommen. Und schlafen. Die beste Ausbildung, hervorragend. Eine Stufe für jeden. Wow. Wow. 10 Punkte auf. Meditation. Geistesmagie will ich zwar auch Großmeister irgendwann werden, aber. Zauberpunkte sind gerade wichtiger. Bei dir schaut das ähnlich aus. 65 Punkte. Wo kommen die jetzt alle her? Ach stimmt, wir hatten 5 Stufen mit ihr aufgespart gehabt. Okay, okay, okay. Lichtmagie Großmeister. Klingt jetzt nicht mehr ganz so abwegig. Tada, Großmeister. 11 Punkte. Mehr als sie. Ja, also wir müssten mit ihr dann jetzt nochmal die ganzen Lehrer aufsuchen. Das wäre unten in Barkada, dann hier und dann Schloss Lambent. Oh, das ist machbar. Jetzt will ich allerdings erstmal gucken, was für Zauber es da noch gab und wie gut dieser Solarstrahl und das Prismenfeuer wirklich sind. Und dann gleich jedes in zweifacher Ausführung kaufen. So, hier wäre Luft. Willkommen in der Luftgilde.
Sternfeuers Großmeister kann sie also nicht. Schade, Fliegen hat sie schon, Implosion hat sie schon, Rest hat sie schon. Willkommen in der Gilde des Lichts. So, Solarstrahl verursacht. Wow. 20 Punkte plus 1 bis 20. Ah, das ist krass. Wirkt nur unter freiem Himmel und bei Tage. Das ist allerdings der Haken. Also nur draußen und nur am Tag. Okay, Tag können wir beeinflussen, indem wir einfach schlafen, bis Tag ist. Aber nur drinnen, nur draußen ist. Ja. So, Tag des Schutzes und Stunde der Macht, die könnten wir beide kaufen und ihr schon mal geben. Stunde der Macht, Tag des Schutzes. Solarstrahl, 1, 2 Mal. Prismenfeuer. Prismenfeuer. So, haben wir alle Sprüche gekauft und haben noch 4.900 übrig. Das ist wenig. Erneuert Zauber, perfekt. Erneuert Zauber, perfekt. So, die sind alle für sie. Dann zeig mal. So, Prismenfeuer kann nicht im Freien angewendet werden. Also das ist das Gegenstück. Wenn wir draußen sind, können wir richtig schön Single-Target-Schaden machen mit dem da. Auch wenn das tierisch viele Zauberpunkte kostet. Und wenn wir in einem Dungeon sind, gehen wir davon aus, dass wir mehrere Ziele haben und können Prismenfeuer benutzen. Wobei das halt nur 35 Schaden verursacht. Das heißt, es müssten mindestens 4-5 Gegner auf dem Bildschirm sein, damit es sich rentiert, im Gegensatz zu den anderen Zaubern. Ja, auf jeden Fall schon mal schön, dass dann Talana später auch die Zauber hier sprechen kann, damit das Buffen nicht ganz so lange dauert. Ja, ich denke mal, es war eine gute Entscheidung, ihr das auch zu geben. Hat noch irgendjemand 65 Punkte zum Verbraten? Du könntest Streitkolben-Großmeister werden. So, das kann ich höher, das kann ich höher. Könnte aber auf Meisterrang mal gebracht werden. Platte. Reparieren ist auch noch wichtig. Ja, Plattenmeister. Wo gibt es einen Plattenmeister? Wir sollten mal für Geruhen was Tolles tun. Meister der Plattenrüstung in Irassia. Dekien Schmiedenstahl. Meister der Plattenrüstung. Okay. Ich glaube, wir haben nicht genug Gold, um den Meisterrang zu kaufen. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Die Armbrust. Können wir das wirklich brauchen? Naja, die Stäbe eigentlich auch. So, Kinkerlitzchen, da lang. Verkaufen wir die beiden Sachen kurz und suchen dann diesen Dekien Schmiedestahl. Kann ich euch helfen? Verkaufen. Du. Kenn ich nicht. Du. Verkaufen doch eine ganz schöne Menge. Du. So, 21.000. Das reicht definitiv. Auf Wiedersehen. Schattenritter wollen wir nicht werden. Oh, was macht die Prinzessin bei dir im Haus? Ja. Das hinterfragen wir jetzt mal nicht. Die Mission haben wir aber auch schon gemacht. Ja, die Mission hier müssen wir noch machen. Also mit denen alle Tavernen Arkomage gewinnen. Streitkolben-Experte. Du hast keine 4 Punkte in Streitkolben. Ernsthaft? Nee, hast du nicht. Haben wir noch Hufeisen? Das hätte sich jetzt angeboten, weil das kostet ja nur 7 Punkte, das zu erhöhen. Julians Heim. Herzensschwurheim. Trush. Dearthmoor. Nee. Dann muss der Meisterplattenmensch. Oh. Er könnte entweder hier im Slum wohnen oder in einem der außerhalb liegenden Dörfer. Goodwulf, Wulverson, Kastros. Ja.
So, das ist Kinkerlitzchen. Hier. Einmal. Oh, wir sollten vorher Glückdingens machen. Nur für den Fall, dass es doch glückabhängig ist. So, so, so. Und das war's. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Stehlen plus 15. Brauchen wir wirklich noch das so ein albernes Ding? Könnte interessant sein, wenn man wirklich einen Dieb in der Gruppe hat. So, jetzt aber Plattenmeister. Bürger. Pirat. Du siehst nicht aus wie ein Pirat. Aber ich bin auch sehr vorurteilhaft behaftet. Vorurteilhaft? Ich bin sehr mit Vorurteilen behaftet. Das wollte ich sagen. Nee, der scheint nicht hier zu sein. Das heißt... fliegen. Nochmal kurz lesen, ob irgendwas in den Notizen steht. Lebt in der Hauptstadt von Erasia, Stedwick. Also ist er doch irgendwo hier. Das kann nicht sein. Außer er ist irgendwo zur Untermiete. Das wäre gemein. Also, hier ist der. Na gut, dann halt oldschool. Du wolltest nicht. Du hast den Auftrag. Du bist Geistesmagie. Du bist Körpermagie. Geistesmagie. So, wo wir schon mal hier sind. Ja, hier ist schon mal ein Untermieter. Aber nicht der richtige. Für dich haben wir einen Auftrag erledigt. Du hast nichts Interessantes. Untermieter aber auch nichts Interessantes. Und Prinz der Liebe. Ja, das sollten wir auch nochmal gucken. Also in der Kanalisation den Oberdieb einmal ansprechen, was der so für uns zu tun hat. Wenn er denn für die gute Seite der Macht zuständig ist. Aber... Klick. Aber müsste er eigentlich sein. Weil er arbeitet ja für Lady Katharine, also für die Königin, als Spion. Es wäre denn komisch, wenn er nicht der Gute wäre. Rüstungsschmied, nein. Kinkelitzchen-Schmieden haben wir eben gerade. Kreuzritter... Experte Schwert, nein. Ich glaube, wir werden veräppelt. Und der Lehrer lebt doch nicht hier direkt in Stedwick. Heißt das überhaupt Stedwick? Wir gehen einfach zu den kleinen Dörfern und gucken uns da die Lehrer an. Das war einmal hier bei der Diebeshöhle, einmal im Süden und einmal in diesem komischen verwinkelten Bereich im Süden. Ah, Diebe. Du. Mach mal. Das da. So. Ja, kommt her. Könnt uns gar nichts. Das erinnert mich ein bisschen an die Massenschlachten aus Might & Magic 6, wo einem einfach Horden von Gegnern entgegengeschmissen wurden. Von Taktik war da nicht viel zu reden. Einfach nur ganz schnell die Taste drücken. So, summiert sich auch. Lehrer. Nee, ausweichen. Kampfkunstgroßmeister. Seelenmagiemeister. Hier also auch nicht. Was sagt die Karte? Karte. Karte sagt, da unten sind noch Häuser und hier verteilt sind noch Häuser. Was nicht gerade schön ist, aber nee. Wollen wir noch andere Buffs währenddessen machen? Lohnt nicht wirklich, ne? Wir werden eh bald wieder reisen oder sonst irgendwas müssen, sind die Buffs wieder weg. Schauen wir einfach so hier hin. Plattenmeister. Sehr schön. Großmeister kannst du nicht werden, nein. Schildmeister könntest du demnächst noch werden. Und Konditionsmeister. Aber das ist jetzt nicht so super hoch auf meiner Prioritätenliste.
denke mal, ich werde jetzt eh erstmal abspeichern. Und in der nächsten Folge gucken wir dann, was wir machen. Also ich denke mal, wir schauen, was es noch so für Klassen gibt und gucken, ob wir deren Klassenaufstieg zur endgültigen Klasse schon gemacht haben. Weil bisher fällt mir gerade nur der Dieb ein, den wir noch machen müssen. Weil die bringen auf jeden Fall schön schnell Level und meistens führen sie uns auch ein Gebiet, was für uns interessant ist. Wo wir dann ebenfalls Erfahrungspunkte bekommen können und Ausrüstung und Gold. Ja, also bis gleich.